Hallo und herzlich willkommen zurück zu Benny Hill trifft oder meets Real Evil Within. Ich sag's euch, gar nicht so einfach, wenn man nicht weiß, wonach man suchen soll. Ja, haben wir gar nicht mehr. Das hier zu machen. Wie viele davon haben wir? 2 Stück. Auweia. Ja, es sieht wohl so aus, als wenn wir ihn töten müssten. Tralalalalalalala. Kostet 3, 1, 2, 3, hier. Steht was drin, man soll ihn mit der Armbrust, mit Explosivbolzen, badabummen. Und sich darauf einstellen, dass er dann wiederkommt und so weiter und so fort. Also ich finde es immer noch dumm, weil die Lösung hier wäre für mich ersichtlich, dass das über eine Zeit gesteuert ist. Und man halt... Böses Ding! Wo ist er? 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 Da ist er. Das war jetzt unfair, mein Freund. Das war jetzt aua! Fair! Wo ist er denn, du? Huch, da! kurz mal bitte den da machen, danke. Während im Hintergrund... Natürlich kommt er uns immer näher, während wir im Pausenmenü sind! Och man, ich hasse das. Die Staubsauger da unten sind echt ein Ticken zu viel und für mich ist, wie gesagt, die Lösung eher, wir gehen ihn aus dem Weg, bis es geschafft ist. Naja. Die Entwickler fanden dies nicht so. Wir müssen leider tun, was die Entwickler uns sagen. Ich darf ja. Darf ich aus der Ecke erstmal rauskommen, bevor du mir den Schädel spaltest, du Mistkröte, du? Ja, wo bist du? Wo bist du? Wo ist er denn? Hallo? So. Natürlich erwische ich mich dabei selber mit. Aus dem Grund mag ich das lieber mit Frostbolzen machen. Da, ja, könntest du bitte auf Frostbolzen gehen? Frostbolzen. Ja, so. So, das sollte ja hinhauen. Ah, ist er jetzt wirklich da, der Fahrstuhl? Ich bin begeistert. Natürlich kommt er wieder. So, wir sammeln jetzt hier in der Tour Le Mans nochmal. Aua! Ja, Fahrstuhl ist da. Ich will hier noch alles einsammeln. Ich lasse hier noch nichts zurück! Er erwischt mich natürlich wieder. Ich laufe schon. Er schlägt in eine völlig andere Richtung, aber er erwischt mich. Ich hoffe, ich habe jetzt hier alles. So, rein da. Vor allem, da ist Zeit zu, dass er jetzt ganz gemütlich wartet, bis das Ding sich schließt und runterfällt, anstelle einfach reinzupacken und uns rauszureißen. Who cares? Verdammt! Naja, so eine Benny Hill-Folge machen ist ja auch mal ganz sinnvoll. Aber ich will ihn, wollte ihn nicht töten. Ich will die Munition nicht ausverschwenden. Ich habe keine Lust, jemanden zu töten, den ich schon ein paar Mal getötet habe. Und der eigentlich nach der Aktion, der Schädel wird zertrümmert, Tresor, Put, Ende für mich auch eigentlich weg sein müsste. Aber wir haben ja schon die Schwester gekillt und sie kam ja auch wieder und verschwand dann und hat uns nicht mehr belästigt. So, jetzt muss erstmal kicken. Ja, ist in Ordnung. Mist, ey. Alles klar. So. Mitnehmen. So, ist hier noch irgendwas? Ich will mehr. Huzzah! Nichts.
Da ist wieder was. Ja, Brains. Brain. Brains. Ich sollte jetzt Catman finden. Ach, sei ruhig. Solltest. Mies. Die hätte man ganz gut übersehen können. Hallo, Schlüssel? Schlüssel? Ah, jetzt. Na, nun. Da. Braves Kerlchen, brav. Zwei Schlüssel. Ja. Eigentlich müsste auch langsam mein Essen kommen. Also echt nicht einfach da. Am Ende muss man wirklich eine Komplettlösung suchen, weil ansonsten findet man da nicht wirklich was Gescheites. Außer zigtausend YouTube-Videos. Mit, wo man sich denkt, hey, wenn sie dann schon so nach dem Motto. Was ist denn da los? Benanz. Scheint es gut zu gehen. Was hat sie nur vor? Ich traue ihr ja so überhaupt nicht mehr, schon eine ganze Zeit jetzt, aber das sieht jetzt endgültig mysteriös aus. Wie hat sie den Absturz mit dem Bus nur überlebt? Unverletzt! Fragen über Fragen über Fragen! Ich hab mich schon gefreut und kannst dich mitnehmen. Naja. Luki, Luki, Schuki, Schuki. Oh, Kiste. Kiste, 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 bumm. Sehr ergiebige Kiste, im Übrigen. So viel Loot habe ich im ganzen Leben in diesem Spiel noch nicht gesehen. Ach nee, so wenig. So wenig. Ja doch, schon oft genug. So. Oh, dreht sich auf und nicht immer so ultra lahm. Schöner Park. Passt vielleicht für Leslie, kann er sich ein bisschen beruhigen, kann ein bisschen schaukeln, Karussell fahren, rutschen. Mit dem Zug bis nach Hause? Nein, Leslie. Heute nicht. Du beschützt du mich? Ja, das ist mein Job. Gut. Wenn ich nach Hause komme, werden sie sich wundern. Er klingt völlig anders. Ja. Das sieht aber eher nicht nach Leslies Werk aus, sondern nach Ruvik. Oh, das ist doch Leslie. Es ist nicht deine Schuld. Es tut mir leid. Halt! Mexican Standoff gleich, oder wie? Du weißt nicht, was aus ihm wird. Oh doch. Ich hab's gesehen. Du verstehst nicht, was Ruvik eigentlich will. Dann sag's mir. Na super. Was will er denn? Wir sind verloren. Josef ist da. Er will Leslie. Dann geht es um sein kleines Forschungsprojekt. Verarsch mich nicht. Ich habe einen Auftrag. Er darf den Jungen nicht bekommen. Leslie ist der Einzige, den er. Leslie ist vielleicht auch der Einzige, der ihn aufhalten kann. Okay, er schießt die Partnerin. Sie hat jetzt Josef. Obwohl, sie hat uns eigentlich einen Gefallen getan, indem sie auf Josef geschossen hat. Mal wieder. Soll man nicht vielleicht doch zu irgendeinem Krankenhaus gehen und Krankenwagen gehen mit Humvee-MG-Zombies? Oder geht's dieses Mal ein bisschen anders? Oh, Kapitel vorbei. Kapitel 13. Überlebt! So, auf zu Kapitel 14. Ich bin gespannt. Hintergedanken, ja. Ich traue ihr so überhaupt nicht. Ich glaube, es soll ja auch ein DLC dann geben, wo man aus ihrer Sicht das sieht. Ich weiß noch nicht, ob ich mir das holen würde, will, werde. Schauen wir mal. Alter! Okay. Josef, du darfst nicht tot sein. Er darf. Meine Erlaubnis hat er. Ah, ich habe gedacht, da liegt was zum Einsammeln. Gemein! Unsere Lampe hat es natürlich überlebt. Ist immer noch nicht kaputt. Die ist stabiler als wir. Die sollten wir vielleicht nicht zum Leuchten benutzen, sondern als Rüstung tragen. So Kopf reinstecken und dann kann uns kein Untoter und kein Monster mehr was an. Ich gucke hier links und rechts, weil ich hoffe, was zu finden, aber sieht nicht so aus. Hey, zwei ganze Schlüssel und wir sind nah am Ende. Hui.
Und das Filmplakat finde ich immer noch cool. Das ist richtig gut. Das macht Lust eigentlich, so einen Film zu sehen. Ich weiß gar nicht, ob es den wirklich gibt. Würde mich ja mal interessieren. Vielleicht wisst ihr es ja. Wahrscheinlich nicht. Buchon! Oh! Ich kann sie nicht mitnehmen. So, hallo, 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 hallo. Oh, eine Tür. Und da auch? Nee, da nicht. Also. Da schlabbert bestimmt der Junge. Oh, Scheiße. Ich will nicht schon wieder. Ich will nicht. Ich hasse diese Dinger. Nein. Das war zu früh. Ich weiß, warum ich die Dinger nicht will. Brain. Das nehmen wir gerne mit. Nö, das nehmen wir nicht gerne mit. Nochmal nichts. Oh, so viel nichts. Das ist so toll. Was steht denn da auf dem Post-it drauf? Ich will wissen, was auf dem Post-it steht. Gemein. Oh. Gleich gibt es also wieder einen Drogentrip. Für mehr Gesundheit. Yeah. Ich sehe Farben. Das ist alles so verschwommen. So ruhig. Ah, schon vorbei. Verdammt. Ach, jetzt krieg dich wieder ein. So langsam, so viel Drogen, wie du dir in diesem Spiel schon reingezwiebelt hast, müsstest du das eigentlich abkönnen. Das dürftest du nicht mehr zu merken. Fragment 28. Ist da nicht noch irgendwas, was wir brauchen? Den Arm vielleicht oder den Rucksack. Dann können wir mehr Munition mitnehmen. Das, Hirn. Okay, da haben wir auf jeden Fall wieder ein bisschen was an Material gesammelt. Ein Kanon-Kopierer. Und auf mit der Tür. Und aus mit der Funzel. Und wieder ein mit der Funzel. Damit ich hier ja nichts übersehe. Oh, wir hören einen Palimpalim-Raum. Wir hören einen Palimpalim-Raum. Wir hören, wir finden Hirnsuppe. Super, ja. Okay. Da ist der Palimpalim-Raum. Und hier hören wir irgendwo einen Tode. Das finde ich jetzt aber schlecht. Jetzt, ich hoffe, ich muss mich jetzt nicht entscheiden, ob ich nach links oder nach rechts gehe. Ein Journal. Notiz von Myra. Mein lieber Sebastian, wenn du diesen Brief erhalten hast, dann, so fürchte ich, ist das Schlimmste eingetreten. Meine Nachforschungen sind der Wahrheit zu nahe gekommen. Du wirst mich wohl nie wiedersehen. Es tut mir leid, dass ich es dir verheimlicht habe. Aber das war nur zu deinem Schutz. Entweder vor der Wahrheit oder meinem Wahnsinn. Ich habe dem Brief eine Kopie meiner Aufzeichnungen beigefügt. Ich hoffe, dass du sie niemals erhältst. Aber falls doch, liegt es an dir zu beenden, was ich angefangen habe. Bitte tu es für Lilly und für mich. In ewiger Liebe, Myra. Cool. Und, ja, kriege ich die vielleicht auch mal zu sehen, die Notiz? Ich will jetzt ja gerne mal wissen, was da drin steht. Ich weiß nicht, wieso, ich will das wissen. Archiv. Hui. Ich glaube, was die Notiz angeht, haben wir ganz gut gefunden. Müssen wir auch mal wieder durchgehen. So, la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 . Ist hier irgendwas Neues dann gleich? Müssen wir mal gucken. Noch zwei Stück, es ist ja nicht mehr viel. Es ist nicht mehr viel. Hier haben wir eine leider nicht erwischt. Da haben wir ein paar nicht gefunden. Schade. Oh, da fehlt aber... Ja. Fragment. Also die unteren Fragmente haben wir auch recht gut eingesammelt. Kann man sagen, was man mag und möchte. Da waren wir recht fleißig doch dabei. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, Katapult. Oh, hier mal Zeitungen haben wir echt viele übersehen. Leider, leider. Da habe ich am Anfang einfach nicht drauf geachtet, dass da Zeitungen sind. Ich glaube, das ist uns echt viel entgangen. Schade. Aber das, ja, kann man ja, wenn man lustig ist, gerne noch nachholen, indem man es zum Beispiel selber spielt. Das ist jetzt an euch gerichtet. Oder nicht, indem ich es nochmal spiele.
Aber schön. Marcelano, Inspektor Brown, Joseph. Da fehlt auch noch so ein bisschen was. Wächter. Laura. Sucht. Tonbänder haben wir echt bisher alle gefunden anscheinend. Also müssten... Oder ich habe im letzten eins übersehen. Das kann natürlich auch sein. Ah, ich will einfach mal die Kreuze davor weg haben, damit wir so ein bisschen was sehen. Und was wir hier schon alles entdeckt haben und suchen mussten. Und Blutstiller-Pack. Du, die haben wir sogar alle. Cool. Aber nix. Nichts. Na, dann gucken wir doch nochmal ganz schnell, was sich hinter Tür 1 und 2, also durch Schlüssel 1 und 2 befindet. Vielleicht ihr grünes Gel benutzen? Hallo Schwester. Das sollten wir vielleicht machen. Aber später. Also machen wir hier diese Tür ultra langsam auf, um zu gucken, denn da liegt eine neue Zeitung. Wer wird vermisst? Ivan, der Schreckliche, nein, Ivan Diaz. Der freie Journalist kehrte von seinen Recherchen für einen Artikel nicht zurück. Seine Kamera und sein Notizbuch wurden in Elk River gefunden. Okay. Büro mit Verbindung zu Auslandsgeheimdienst abgebrannt. Erste Festnahme. Ein Gebäude des Sozialdienstes in der Gemeinde ist abgebrannt. Es besteht der Verdacht, dass die Einrichtung als Tarnung für den Auslandsgeheimdienst diente. Ach, nie im Leben. Wer würde denn sowas machen? Oh, schade, Tür zu. Da war ich nicht schnell genug. Und dann mal gucken, Hirnsuppig, was wir da vielleicht ausgeben können beim nächsten Mal. Ein bisschen was Pimp My Brain, ne? Das kennen wir ja schon, das machen wir ja sehr gerne und immer wieder gern gesehen. Weil ich mich meistens nicht entscheiden kann, was ich nun mache. Die haben wir, die benutzen wir auch, glaube ich, gar nicht, ne? So, unten ist auf. Was finden wir? Hinter Tür Nummer 1. Ja, kann man sich mal mitnehmen. Haben wir aber echt gebraucht. Hinter Tür Nummer 2. Brain. 10.000, ich liebe es. 30.000, alter Schwede. So, ich werde gleich mal gucken, ob Essen da ist. Und dann werde ich gegebenenfalls nach dem Essen, nach der Pizza Sucuk mit Mais weitermachen. So, in dem Sinne sage ich vielen Dank fürs Einschalten, Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal, wenn wir uns langsam aber sicher wohl dem Ende dieses Spiels nähern. Tschüss.